guck, hier ist einer. Uah. Fehlen nur drei. Ja, manchmal lohnt es sich einfach mal irgendwo vorbeizugehen. Die drei kriegen wir noch. Sag ich doch, da ist dann noch einer. Huhu. Fehlen noch zwei. Ich muss durch die Höhle zurück, ne? Ich habe hier Flugverbot. Ach Gott. Mann, 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 Mann. Gut, dann gehen wir durch die Höhle zurück. Muss doch irgendwie an diese beschissene... Ach komm, hau ab, Mann. Du auch, ihr alle! Ich hab's doch gewusst. Oh, ein Rubin. Nehm ich mit. Ist das das zum Klettern oder ist da noch was zum Klettern? Du bist ein Scheißviech, weißt du das eigentlich? Das ist das zum Klettern gewesen. Ach, kann ja nicht wahr sein, ey. Hier muss doch... Wie muss ich da doch hochkommen? Ja, ja, rutsch runter, von mir aus. Slalom! Die Würmchen interessieren mich hier jetzt nicht wirklich. Den Gang, den ich übersehen habe. Tatsache. Haha, Tatsache. Ah, die wird auch noch von der anderen Seite aufgemacht. Haben wir da drin. Ja, gut, 20 Rubine sind immerhin besser als keine. Jetzt auch. Scheiße. Boah, weg da. Wir haben immer noch nicht diese blöde Rasse gefunden. Die muss doch in der Stadt irgendwo sein. Das gibt garantiert noch mal so Gütedinger. Ei, kommt, haut ab. Hier ist der Ausgang irgendwo. Geht bloß weg. Wo ist diese Rasse? Ist die ins Wasser gefallen? Da finde ich die nur tagsüber vielleicht. Hau ab. Komm, nochmal. Hau ab. Und dann im Busch. Ah. Ach, scheiße. Ah. Unter Wasser irgendwo? Kann natürlich auch sein, dass sie unter Wasser ist. Aber irgendwie sieht dem nicht so aus. Naja, gut, dann gehen wir wieder hoch. Ups. Ach komm, ich hab dich doch kaum berührt. Jetzt hier, fangen die scheiß Fliegen. Ah. Ich glaube, ich kann hier aktuell nicht viel mehr machen. Hier ist noch ein Haus. Da können wir nochmal rein. Da hinten
Tatsache, der will da was. Du bist das. Was willst du? Einkaufen? So, du möchtest also einkaufen. Würdest du etwas ausmachen, dazu morgen in meinen Laden zu kommen? Bedeutet, dass du eigentlich gar keinen Grund hast, hier zu sein, oder? Ach, du findest mich unfreundlich? Ganz anders als tagsüber? Es ist sehr ermüdend, den ganzen Tag dieses Verkäuferlächeln zu ertragen, weißt du? Bitte glaub nicht, dass das mein wahres Ich ist. Aber genug davon. Bist du... was? Bist du wegen meines Nachtladens hier? Nachtladen? Du bist das erste Mal hier, hm? Ich kaufe hier ganz spezielle Dinge, und zwar Schätze. Aber nicht einfach irgendwelche beliebigen Schätze, nein, nur die, die ich bestimme. So, dann kommen wir doch fix zum geschäftlichen Teil. Die folgenden Schätze kaufe ich heute. Glibber, Schattenkristall, Bienenlarven, Eldenerz. Willst du davon etwas verkaufen? Ja, wir haben ganz viel Glibber. Was möchtest du verkaufen? Glibber, Schattenkristall, Glibber. Glibber, für den Schatz gebe ich dir 30 pro Mine pro Stück. Ja. 19. Glibber nehme ich alles. Den finden wir ganz gut. Sind dann 500. Ja! Nehme ich! Abgemacht, hier sind die Rubine. Alter! Danke, schau mal wieder rein. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Schattenkristalle. Das sind die, wa? Nee, da will ich keine. Okay, Glibber ist kein Problem. Larven habe ich eine. Da, was waren das? Die drei nur. Ah. Von denen habe ich auch immer ganz viele. Bernstein-Halbmond. Nee, danke, aber. Hahaha. Was ist das jetzt eigentlich? 500! Wahnsinn! Ja, den Glibber, den findet man relativ flott eigentlich. Huh! Mein Controller fällt! Und fällt! Und es juckt! Verdammte Scheiße! Kann ich den jetzt nochmal anquatschen? Oder war das echt nur das zwischendurch? Nee, das war echt nur wegen dem... Alles klar. Okay. Gut. Tjo. Achso, das war der, der den Weg frei macht. Ja, komm. Wenn ich noch ein bisschen Glibber finde, verkaufe ich ihn. Aber scheint gerade keinen zu geben. Naja, gut. Diese blöde Rassel, ich finde die nicht. Wo kann die denn hingekommen sein? Oh. Ganz oben drauf vielleicht, aber da war ich doch auch schon, oder? Aufgestellt. Ne, im Kürbisfeld ist auch nichts. Oh, Rubin, nehme ich. Hey, Glibber! Ja, wieder einer. 30. Du bist im Tiefflug. Jetzt nicht mehr. Ha. Keine Chance. Hier ist auch keine Rassel. Weiß der Geier, wo die ist? Ganz ehrlich. Hier unten? Nö. Ha. Irgendwo wird sie schon sein. Ich weiß nur nicht wo. Geh weg. Lass mich bloß in Ruhe, du Mistviech. Mann, ihr Mistviecher, ehrlich. Die nerven ganz schön irgendwie. Hier hinten auf dem großen Platz vielleicht. Oder oben auf dem blöden Turm drauf. Wobei das schon etwas arg abstrakt wäre, oder? Nee.
Ganz oben vielleicht? Nein, niemals. Nö. Okay. Ganz oben ist auch nichts. Ja, ich nehme ihn ja schon. Dann tut's nicht ganz so doll weh. Gott! Schlaf ich halt wieder. Oh ja, Glibber. Dann hole ich noch den Ausdauertrank auf jeden Fall und ja. Müssen wir noch machen, wenn es hell ist. Nochmal nach der Rassel suchen. Die muss man doch irgendwo finden. Bin ich zumindest der Hoffnung. Ey! Ach, da ist echt abgeschlossen. Muss ich halt hochgehen. Wirst du. Hauptsache irgendwo schlafen und auf den nächsten Morgen hoffen. Ich bin oben. Ich muss runter. Papier, wo zur Hölle krieg ich Papier her? Ich weiß es nicht. Aber irgendwo werde ich schon was finden. Ich möchte bis morgen schlafen. Es gibt draußen keine Monster mehr und wir gammeln hier irgendwo rum. Ja, die sind alle wieder an ihren Stellen, wo wir sie kennen. Wir holen den Ausdauertrank. Das Klo ist jetzt... Ach, gebe ich ihn ihr? Gebe ich ihn ihr nicht? Ah, Link! Schleich dich gefälligst nicht so an! Ich muss über etwas sehr Wichtiges nachdenken, also schwör ab! Nachdenken? Wie? Du willst mir zuhören? Hm, ausgerechnet du, aber... Vielleicht bist du genau der Richtige. Du scheinst zu wissen, wie man mit Frauen redet. Was? So sehr ich es hasse, das zuzugeben. Gut, so machen wir es, Link. Ich gebe einen Auftrag... ich habe einen Auftrag für dich. Du darfst dich geehrt fühlen. Bringe dieses Papier zu ihr. Dieses Papier ist wichtig. Du musst es ihr unbedingt geben. Warum schaust du so zum Klo? Was? Da ist nachts jemand, der Papier will? Was quatschst du da? Das ist nicht einfach Papier, das ist ein Brief. In jedem einzelnen Buchstaben steckt mein Herzblut. Denke nicht beim Traum daran, ihn als Klopapier zu benutzen. Gib diesen Brief einer Schülerin aus der Oberstufe. Sie heißt Jeruna. Du weißt doch, wen ich meine. Sie trägt diese runde Mütze. Sie ist ja so hübsch und so süß. Und auf gar keinen Fall gibst du diesen Brief diesem Verrückten da auf dem Klo, schwör es. Ja. Ich vertraue dir meinen Brief an. Wehe, du liest auch nur ein Wort. Oh, ich habe gerade einen Interessenkonflikt. Wenn du deine Sache gut machst, darfst du mein Handlanger werden. Und ja, und jetzt ab mit dir. Oh, ich habe gerade einen ganz bösen Interessenkonflikt. Das ist so schlimm gerade. Die letzten Nächte habe ich... Ja, das weiß ich. Holy, das ist jetzt schwer. Das ist gemein.
gemein. Was mache ich? Gebe ich den Brief jetzt dem im Klo? Oder spiele ich wirklich Amor? Aber ich kann den Typen eigentlich nicht leiden. Alleine die Tatsache, wenn du dich gut anstellst, wirst du mein Handlanger. Nee, doch, war doch richtig. Ich finde ihn nur nachts, ne? Ja gut, gehen wir trotzdem rein. Vielleicht finde ich hier drin ja trotzdem was. Es ist dunkel. Komm schon mal, hier drin soll was sein. Hey. Da ist ja wirklich was. Gebieter, Link. Diese Schatztruhe hat die Göttin einst für den auserwählten Helden hier hinterlassen. Ich vermute, dass die Energie der Artefakte der Götter die Schatztruhe öffnet. Sende die Artefakte der Götter aus. Dem Erdland zum Himmel. Und ihre Energie wird die Truhe öffnen. So kannst du an ihre Inhalte gelangen. Ah, so war das. Ich kann nach hinten laufen.